Wir befinden uns im Eingangsbereich des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden. Sie sehen hier ein Mungo-Fahrzeug, ein Fahrzeug der Bundeswehr, das am 20. Oktober 2008 in Afghanistan südlich von Kunduz durch einen Sprengstoffanschlag zerstört wurde. Bei diesem Ereignis sind zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen, zwei weitere Soldaten wurden verletzt und fünf afghanische Kinder sind getötet worden. Wir holen mit diesem Exponat die Zeitgeschichte und auch den Fokus auf die Bundeswehr direkt in den Eingangsbereich unseres Museums. Und das Objekt ist zugleich ein Exponat unserer neuen Sonderausstellung, die Bundeswehr in der Ära Merkel, Krieg und Frieden 2005 bis 2021, die wir im ersten Obergeschoss zeigen. Diese Sonderausstellung ist zugleich der letzte Abschnitt unseres chronologischen Rundgangs und wir werfen damit einen Blick auf die unmittelbare Zeitgeschichte, die letzten 16 Jahre in der Geschichte der Bundeswehr. Und ich habe diese Ausstellung gemeinsam mit Herrn Professor Neitzel kuratiert und wir stellen diese Ausstellung vor. Ich glaube, dass diese Begriffe Krieg und Frieden deutlich machen, worum es in diesen 16 Jahren eigentlich geht. Wir alle erinnern uns vielleicht an die Diskussion um das Wort Krieg in Afghanistan. Afghanistan spielt ohnehin in der Ausstellung eine große Rolle, auch für das Selbstverständnis der Bundeswehr. Aber wir können natürlich die Geschichte der Bundeswehr nicht auf Afghanistan reduzieren. Es gibt ganz viele andere Dinge, die auch noch passiert sind. Bundeswehr ist mitnichten nur irgendwie Krieg oder Kampfeinsatz, sondern auch zum Beispiel Flüchtlingsrettung in der Ägäis, der Einsatz bei der Covid-Pandemie und so weiter. Also dieses Spannungsfeld versuchen wir in dieser Ausstellung deutlich zu machen. Und wir haben uns entschieden, auf diesen Zeitraum der Regierungszeit von Angela Merkel zu schauen, weil es eine Zeit ist, in der einfach sehr viele Dinge passiert sind, die sehr prägend für die Bundeswehr war, wo die Bundeswehr einen Wandel durchgemacht hat. Als Beispiel die Aussetzung der Wehrpflicht 2011, aber auch der jetzt gültige Traditionserlass und das Weißbuch sind in dieser Zeit erlassen worden. Aber auch die Besetzung der Krim zum Beispiel und die neue Bedeutung der Bündnis- und Landesverteidigung. Das heißt, es geht gar nicht primär um die Person von Angela Merkel, sondern es geht um diese Zeit für die Bundeswehr. Und ein bisschen wollen wir auch einen Raum öffnen für Diskussionen. Wenn man durch die Bundeswehr reist, merkt man auch, dass viele Soldaten sich auch durchaus mal kritisch äußern. Die Fragen, wer sind wir, welche Identität haben wir, wird in der Bundeswehr diskutiert, aber ja nicht nur in der Bundeswehr, auch in Teilen der Gesellschaft. Und diese Ausstellung soll eigentlich Denkanregungen, Denkanstöße geben. Sie gibt keine definitive Antwort. Das ist nicht Krieg und Frieden Ausrufezeichen, sondern man könnte auch gedanklich ein Fragezeichen setzen. Und diesen Raum will eigentlich diese kleine Ausstellung öffnen. Wer sind wir? Die Frage auch, wozu Streitkräfte? Wozu haben wir Streitkräfte? Was soll die Bundeswehr? Was sind Soldaten? Welche Identität haben Soldaten? Diesen multiperspektivischen Blick auf die Bundeswehr und die vielen Fragen, die wir stellen, die unterstützen wir auch im musealen Bereich. Wir machen mit dieser Ausstellung einige Experimente in der Gestaltung zum Beispiel. Der Bereich sieht ein wenig anders aus als der Rest der Chronologie. Wir probieren Textformen aus, wir gendern zum ersten Mal in diesem Museum, wir bieten mehr Medien an und andere museumspädagogische Angebote, sodass wir auch Experimente machen können auf dem Weg zu einer neuen Dauerausstellung, die wir hier in Dresden planen und wollen das auch auswerten und von unseren Besucherinnen und Besuchern ein Feedback haben, um zu sehen, ob und was wir dann in die Zukunft mit übernehmen. Die Ausstellung ist in zwei Ebenen gegliedert. Wir haben einerseits eine Ebene mit 6 Themenbereiche, die wir behandeln. Und die andere Ebene sind 5 Schlüsselexponate. Bei den Themen konzentrieren wir uns beispielsweise auf Einsatz oder auch Politik. Und die Schlüsselexponate, die Sie hier hinter uns sehen, verdichten diese 6 Themen in ihren Fragestellungen. Wir haben die jeweils mit einer Frage auch versehen, geben in den Texten dazu Impulse und Hinweise für die Besucherinnen und Besucher, beantworten diese Frage aber gar nicht erschöpfend, sondern die Idee ist, wenn Sie die Ausstellung durchwandern und gar nicht unbedingt alles lesen, aber manche Dinge zur Kenntnis nehmen, dass sich ein Bild und auch ein Eindruck verfestigt, dass die Besucherinnen und Besucher zu ihren eigenen Antworten auf diese Fragen kommen. Wir haben die 5 Schlüsselexponate mit einer Frage versehen. Das sind ganz allgemeine Fragen, die zielen auf die großen Debatten, die wir in diesen 16 Jahren um die Bundeswehr, um das Verhältnis von Politik, Einsatz und Gesellschaft hatten. Und wir möchten Ihnen jetzt mal an einem Beispiel vorstellen, welche Frage wir gewählt haben und wie diese Frage Bezüge in die Ausstellung, in die 6 Themen eröffnet. Wir stehen hier vor einem der Schlüsselobjekte. Wir sehen einen Reifen, in dem das Geschoss aus einer russischen Panzerfaust steckt. Und anhand dieses Beispiels können wir mal erklären, wie die Schlüsselobjekte funktionieren. Wir haben uns also eine Frage gestellt auf dem Weg in den Kalten Krieg und das bezieht sich auf den russischen Griff nach dem Donbass ab 2014, die russische Annexion der Krim.
Und wir erinnern uns, dass seitdem ja die Diskussion läuft, ist das eigentlich wirklich schon ein neuer kalter Krieg, diese russische Aggression gegen die Ukraine oder nicht. Das hat eine eminent politische Dimension. Denken wir an die Sanktionen, die die NATO-Staaten dann erlassen haben. Denken wir an die Debatte innerhalb der NATO-Staaten. Soll man die ukrainischen Streitkräfte unterstützen, Waffen liefern oder nicht? Ist das ein kalter Krieg oder nicht? Es gab Stimmen, die das bejahten. Es gab Stimmen, die es massiv abgelehnt haben, die weiter versucht haben, mit Russland gute diplomatische Beziehungen einzugehen. Also diese Frage stellen wir anhand dieses Objektes, und die hatte eine eminent politische Bedeutung, gesellschaftliche Dimension, aber sie war auch für die Bundeswehr ganz entscheidend. Denn ab 2014, bis 2014, so muss ich formulieren, war die Bundeswehr ja vollständig auf Auslandseinsätze fokussiert. Afghanistan und so weiter. Und ab 2014 kommt die Bündnis- und Landesverteidigung ganz neu in den Fokus der Bundeswehr. Und es beginnt eigentlich eine Umorientierung. Und mit dem Weißbuch, mit der Konzeption der Bundeswehr, dem Fähigkeitsprofil. Und dann kann man natürlich auch die Frage stellen, ist man dann wirklich in einem Kalten Krieg, wie damals bis 1990, als die Bundeswehr sich ja voll auf die Landes- und Bündnisverteidigung konzentriert hat. An dieser Stelle müssen wir noch mal sagen, dass wir ja die Ausstellung konzipiert und geplant haben vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Das heißt, dieses Exponat steht tatsächlich für den Konflikt im Donbass infolge der Annexion der Krim. Und wir haben dieses Exponat schon zu dieser Zeit ausgeliehen bzw. angefragt, und zwar in der Ukraine im Nationalen Historischen Museum in Kiew. Es wurde uns zugesagt, und wir wollten eben diese Geschichte an diesem Exponat darstellen. Als dann am 24. Februar 2022 Russland die Ukraine überfallen hat, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht und haben als erstes mal in Kiew nachgefragt und auch gehört, dass es Gott sei Dank dem Kurator, mit dem wir zu tun hatten, gut ging. Und wir sind natürlich dann erstmal davon ausgegangen, dass das Exponat nicht nach Dresden kommen würde. Wir haben uns dann überlegt, wie wir das anders darstellen können, hatten auch eine Alternative, und dann ist aber tatsächlich auch durch den anhaltenden Kontakt, den wir hatten, dazu gekommen, dass der Kollege aus Kiew dieses Exponat zwei Wochen vor Eröffnung dieser Ausstellung persönlich hierher nach Dresden gebracht hat. Also im Kontext dieser Ausstellung steht dieser Reifen, der aus dem Donbass kommt, für die Bündnis- und Landesverteidigung in der Bundeswehr. Und damit leitet uns dieses Objekt hin zu einer Vitrine, in der wir die Bündnis- und Landesverteidigung in größerer Breite darstellen. Die Bundeswehr hat de facto die Landes- und Bündnisverteidigung 2001 aufgegeben, war vollständig auf die Auslandseinsätze konzentriert, und dieses Thema Landesbündnisverteidigung kommt dann mit dem Konflikt in der Ukraine 2014 mit Macht zurück. Eines der ganz zentralen Themen, also nicht nur in der Bundeswehr, sondern ja durchaus auch in der Politik, nicht die ganzen Debatten um Haushalt, um Geld, um Rüstung. Und dieser Fokus verschiebt sich immer mehr auf dieses Thema, was kann die Bundeswehr leisten, um die NATO-Ostflanke in einem Worst Case, in einem schlimmsten Fall zu verteidigen. Auf der Objektebene spiegelt sich das in verschiedenen Bereichen wider. Einmal in Bezug auf die Anwesenheit von NATO-Truppen seit 2012 in Polen und im Baltikum. Das zeigen wir mit einem Schild, das wir alle oft wahrscheinlich schon im Straßenverkehr gesehen haben. Kolonne folgt. Und einem Erinnerungsschild einer Einsatzunterstützungskompanie aus der Bundeswehr aus dem Baltikum, in Litauen konkret. Wir zeigen aber auch die andere Seite, nämlich ein Stimmungsbild der litauischen Bevölkerung, wie die das eigentlich findet, dass sich NATO-Truppen in ihrem Land befinden. In diesem Fall sehr positiv, weil man darin sich einen Schutz erhofft, natürlich gegenüber dem großen Nachbarn Russland. Ein weiteres Thema ist die internationale Einbindung der Bundeswehr in Bündnisse und politisch-strategische Partnerschaften. Und das zeigen wir am Beispiel unter anderem von Abzeichen an Baretten von internationalen Korps und Verbänden. Ein weiteres Schlüsselexponat ist diese Tür. Es handelt sich um die Tür des Dingo. Das ist ein gepanzertes Fahrzeug, das am 2. April 2010 in Afghanistan beim sogenannten Karfreitagsgefecht angesprengt wurde. Diese Tür, wenn wir uns jetzt das Fahrzeug vorstellen, war sozusagen an der linken Seite dieses Fahrzeuges. Der Dingo selber ist auf ein IED gefahren, also eine Mine, wenn man so will. Und man sieht an ihm die Beschussspuren aus dem vorherigen Gefecht. Am Mittag des 2. April 2010 ist also ein Zug Fallschirmjäger in dem Ort Isakhel, in dem Vorort von Isakhel, in einen Hinterhalt der Taliban gekommen. Es gibt ein langes Gefecht.
Als sich der Dingo dann zurückzieht mit anderen, fährt er auf diese Mine, sage ich mal, diese improvisierte Mine. Die beiden Soldaten, die in dem Dingo sich befinden, überleben den Anschlag. Einer verletzt, einer unverletzt. Und vier Soldaten laufen rechts neben dem Dingo und drei von denen durch die Detonationswucht sterben dann. Dieses Objekt hat für uns mehrere Ebenen. Es ist zum einen natürlich etwas, woran wir das Karfreitagsgefecht selbst erklären können. Wir können viele Aspekte des gesamten Afghanistan-Einsatzes damit thematisieren und, das ist ganz entscheidend, wir sprechen auch über Verwundung und Tod. Und Afghanistan spielt in dieser Ausstellung eine ganz zentrale Rolle. Jetzt könnte man sagen, warum eigentlich? Die Bundeswehr war in ganz vielen Einsätzen. Aber wir glauben, dass die entscheidenden Fragen, die auch die Politik sich stellen musste, die Gesellschaft diskutiert hat, eigentlich mit dem Afghanistan-Einsatz kamen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, die Bundeswehr und die Bundesrepublik vielleicht auch wurden in Afghanistan erwachsen. Also zum ersten Mal musste man sich mit der Frage konfrontieren, Bundeswehrsoldaten fallen im Gefecht. Der erste Soldat, der im Feuergefecht fällt, 2009, Sergi Motz, bringt eben eine ganz neue Dimension des Auslandsansatzes der Bundeswehr auf, den wir vorher so nicht hatten. Bundeswehrsoldaten töten auch. Auch das wird hier thematisiert. Das sind neue Fragen auch von posttraumatischen Belastungsstörungen, die letztlich mit Afghanistan in die Debatte kamen. Und es ist interessant, dass eben dieses eine Gefecht ist am 2. April 2010 am Karfreitag, das eigentlich eine symbolische Bedeutung gewonnen hat. Von ganz vielen anderen Gefechten haben wir noch nie gehört. Aber dieses Gefecht spielt eine besondere Rolle. Es spielt auch damals schon 2010 zeitgenössisch in den Medien eine Rolle, weil es das erste Gefecht war, in dem mehrere Soldaten gefallen waren. Und dann kommt der Karfreitag vielleicht auch hinzu als eine symbolische Aufladung. Und die Verdichtung eigentlich dieses Ereignisses haben wir in dieser Tür, an der auch Kampfspuren zu sehen sind. Und diese Tür hat eine ganz besondere Geschichte, denn dieser angesprengte Dingo ist zunächst in die Hände der Taliban gefallen, die das auch sozusagen als Trophäe verwendet haben. Also dieser Dingo wurde erst sozusagen gesprengt von der Bundeswehr, aber als Rumpf war das noch da. Und er ist dann 2010 im Zuge von Operationen der Deutschen gewissermaßen zurückerobert worden. Und da war aber nur noch der Rumpf dieses Fahrzeuges da, die Türen waren weg und diese Türen sind dann 2011 bei einer Patrouille gefunden worden als Straßenbefestigung und sind dann geborgen worden, nach Deutschland geflogen worden und sind dann in Seedorf in der Kaserne in einer Gedenkstätte eingebracht worden. Und das ist für uns eben auch eine sehr interessante Objektgeschichte, an der wir auch das schwierige Thema von Verwundung und Tod und auch Erinnerungen an diesen Afghanistan-Einsatz und vor allen Dingen die Erinnerungen an die gefallenen Soldaten aufhängen können. Wir haben diese Tür als Leihgabe bekommen, das heißt, sie wird gar nicht für sehr lange hier zu sehen sein. Wir haben sie aus der Fallschirmjägerkaserne in Seedorf bekommen, wo sie sich jetzt zusammen mit einer zweiten Tür in einem Raum befindet, der für die Soldatinnen und Soldaten am Standort, aber auch für die Angehörigen der gefallenen Soldaten, ein Ort der Besinnung und der Erinnerung und auch der Trauer ist. Ein Kapitel dieser Ausstellung sind auch soldatische Identitäten. Das ist ein Kapitel, das uns ganz wichtig gewesen ist, weil soldatische Identitäten, soldatische Kulturen stehen vielleicht, wenn wir über die Bundeswehr reden, wenn wir über die Bundeswehr Bücher lesen, nicht so sehr im Vordergrund. Aber sie sind sehr wichtig, um auch zu zeigen, was Krieg, was Auslandseinsätze, was auch Landesbündnisverteidigung mit Soldaten macht. Und wir sehen in dieser Ausstellung, dass Soldaten eigene Kulturen entwickeln, dass sie eigene Identitäten entwickeln. Und das zeigt uns auch, wie unglaublich unterschiedlich die Bundeswehr ist. Wir stellen ja die Frage Krieg und Frieden. Also welche Identität entwickeln Soldaten eigentlich? Da gibt es die einen, die eher vielleicht in Richtung Kampf gehen, in Richtung Kämpfer, die auch entsprechende Abzeichen, entsprechende Parolen entwickeln, während andere Soldaten ein ganz anderes Selbstbild haben. Das wird hier in dieser Vitrine verdeutlicht. Und wir veranschaulichen das mit sehr vielen verschiedenen Exponaten, unter anderem mit einem Armreifen eines Soldaten, der auch am Karfreitagsgefecht beteiligt war und damit an die gefallenen Soldaten erinnert, der uns gesagt hat, dass das für ihn viel wichtiger ist als alle Orden und Ehrenzeichen. Dann mit persönlichen Exponaten eines Scharfschützen, der in unterschiedlichen Einsätzen unterwegs war und einfach mal die Frage thematisiert, man muss als Soldat auch den Willen haben zu töten und wie gehe ich damit um und was macht das mit mir? Und ganz am anderen Ende
Ende des Spektrums auch den Aspekt von Staatsbürgern in Uniform. Soldaten und Soldatinnen, die sich politisch engagieren, haben wir auch in dieser Ausstellung aufgenommen. Und wir haben 5 spannende Interviews geführt mit 4 Soldaten und einer Soldatin, jeweils zu der Frage, wie verstehen Sie sich, wo sehen Sie sich selbst in der Bundeswehr, verstehen Sie sich als Kämpfer, als Soldat, vielleicht sogar als Krieger, aber vielleicht auch als jemand, der vom Büroschreibtisch oder vom Computer aus die Bundeswehr unterstützt. Und was wir auch ausstellen, es gab ja Patches, die man sich auf den Oberarm klebte, sozusagen offizieller Art, also von ISAF, von dem Kontingent, aber es gab auch sozusagen inoffizielle Patches, von denen wir 5 ausgestellt haben, die ganz interessant deutlich machen, welches Selbstverständnis Soldaten inoffiziell entwickelt haben. Und das ist eine ganz große Bandbreite, das sind eher zivile Identitäten, also da gibt es Wurm und Wendelin da drauf, da gibt es aber auch eher Identitäten, die einen gewissen Wehrmachtbezug haben, eine Afrika-Korpalme, Afghanistan-Korps genannt oder auch Bezüge zu amerikanischen Comicfiguren. Also das macht es deutlich und diese 5 Patches sind nur eine kleine Auswahl von Hunderten, die in Afghanistan selber hergestellt wurden und die deutlich machen, welches Selbstverständnis Soldaten inoffiziell sagen, von unten bottom-up entwickelt haben. Das Karfreitagsgefecht machen wir auch zum Thema in der Vitrine hinter mir, zum Thema Einsatz mit verschiedenen Exponaten. Zum einen sehen Sie dort Aufnahmen aus einer Helmkamera eines Soldaten, der an diesem Gefecht beteiligt war. Zum anderen eine Uniform und 2 Waffen eines Scharfschützen und die Handkarte und den Schutzhelm einer Soldatin, die als Sanitäterin dort im Einsatz war und für ihren Einsatz vor Ort auch ausgezeichnet wurde. Wir haben in der Vitrine noch ein weiteres Thema zum Thema Tod, Kampf, Verwundung, das alle sicherlich kennen. Das ist der Angriff oder die Bombardierung von 2 Tanklastern in der Nähe von Kunduz durch Oberst Georg Klein in der Nacht vom 3. auf 4. September 2009. Dieses Ereignis ging ja durch die Presse, war ein riesiger Skandal, weil dabei auch Zivilisten ums Leben gekommen sind. Die Zahl ist bis heute unklar. Die Bundesanwaltschaft spricht von 50 Toten und Verletzten, aber die genaue Zahl lässt sich bis heute nicht eruieren. Auf jeden Fall war klar, dass Bundeswehrsoldaten zum ersten Mal auch Zivilisten getötet hatten. Und das hat eine ganz große Diskussion in der Presse gegeben. Es gab Untersuchungen, einen Untersuchungsausschuss des Bundestages. Und damit war ja die Bundesrepublik Deutschland, die Gesellschaft, die Politik, auch die Bundeswehr mit dieser Frage konfrontiert, was heißt es eigentlich, Krieg zu führen? Was heißt es zu töten? Sind das Dinge, die man in Kauf nehmen muss? Ist das ein Kriegsverbrechen gewesen, wie der Spiegel provokant gefragt hat? Also all diese Fragen kommen auf und damit macht diese Vitrine auch deutlich, dass es natürlich jetzt uns nicht nur um Einsatzgeschichte, um die Darstellung geht, sondern auch um die Diskussion und letztlich auch um die Frage, was sind das für Einsätze? Ist es ein Krieg? Und Deutschland muss sich konfrontieren auch mit der hässlichen Seite solcher Konflikte. Die Ausstellung steht unter dem Titel Krieg und Frieden und das sind, glaube ich, die großen Fragen, die wir hoffentlich darstellen konnten in dieser Ausstellung, die auch letztlich nicht beantwortet sind und die uns umtreiben. Wie sehen wir eigentlich die Bundeswehr? Wozu ist die Bundeswehr da? Wozu hat dieses Land eigentlich Streitkräfte? Was sollen Streitkräfte? Welche Identität sollen Streitkräfte haben? Sollen sie eigentlich für den Krieg sein oder sollen sie für den Frieden sein? Diese Fragen können wir nicht definitiv beantworten, aber wir hoffen, dass wir mit der Ausstellung doch Anregungen geben konnten für Diskussionen, die weitergehen werden. Und auch nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat die Ausstellung ihre Aktualität und behält diese auch, weil sie natürlich einen Blick und ein Schlaglicht auf die Bundeswehr wirft, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt präsentiert und wie sie dasteht. Und diese Ausstellung wird auch länger in diesem Museum gezeigt. Es ist eine Sonderausstellung, weil sie sich in vielen Bereichen von unserem chronologischen Rundgang unterscheidet. Sie wird aber zunächst für einige Jahre stehen bleiben. Und die Frage, wozu brauchen wir Streitkräfte und wie gehen wir damit um, ist ein Thema, das unser Museum nicht nur in dieser Ausstellung, sondern darüber hinaus auch beschäftigt. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen, weil diese Fragen sich auch immer wieder neu stellen, mit neuen Einsätzen, mit neuen Herausforderungen. Und wir tun das unter anderem auch mit unseren regelmäßigen Veranstaltungen, wo wir auf diese aktuellen Fragen von Krieg, Militär und Gewalt eingehen.